Okay, vielleicht sollten wir erstmal zu diesem Dings da hinten gehen, zu diesem Turm. Der ist ziemlich nah. Na, nicht da reinspringen. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie unheimlich aus. Ich glaube, da kann aber gar nichts passieren. So sieht es übrigens bei Echo irgendwann bei uns aus, glaube ich. Oh ja, guten Tag. Na? Mit Stein, ist das dein Ernst? Nein, nein! Aua! Mistviech! Oh, cool. Oh, warte mal. Moment. Was macht ihr denn da dauernd? Hallo. So. Geht doch. Okay. Ja, wie gesagt, so sieht es bei uns bei Echo wahrscheinlich irgendwann mal aus. Alles zerstört. Ui, ui. Oh, guck mal, oh, ich muss gehen. Guck mal, unten ist ein Floß. Das ist ja cool. Wir gehen erstmal zu dem Turm da drüben. Weil ich glaube, dieser Turm, also dieser Turm da drüben, ne? Wie ein weiser Mann mit Bart, jetzt wieder mit Bart, sagen würde, der Turm, der gibt uns den Vorteil, dass er uns die Umgebung hier aufdeckt. Und das ist cool. Alter, guck mal, wie geil sich die Sonne da zwischen den Erdspalten so biegt. Ja, vor allem, ganz bestimmt. Wie sich die Sonne da zwischen den Spalten da so spiegelt im Wasser. Voll geil. Ein Grogfächer. Mhm. Vielen Dank, dafür ist in der Tragekasche kein Platz. Brauchen wir aber, glaube ich, auch nicht. Das ist nicht so wichtig. Warum geht meine Nase jetzt zu? Was ist da denn los? Guten Tag. Halt mal dein Maul. Danke. Warte, ich komme. Wieder? Das ist ja gar keine Frage. Der war stylisch. So. Ach, da drüben hat er noch Kumpels. Guck mal, aber die lassen wir jetzt mal leben. Oh. Okay. Warte mal. Guten Tag. This girl is on fire. Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Warum achte ich nicht auf mein Leben? Das ist doch scheiße. Weißt du, ich habe immer eine gute Szene. Wo das dann richtig gut aussieht, wo so diese, wow, krass, Alter, Tobi, wow, was für ein Move. Und dann verrecke ich, weil ich nicht auf mein Leben geachtet habe. Okay. Wer war das? Ach Gott, wie assi ist das denn jetzt bitte? Okay, warte mal, ich brauche eine Waffe. Wir nehmen mal diese schöne Keule hier. Fett in die Fresse. Wow! Fly! Lass das Schild liegen, Junge! Au! Wie er es um sein Schild will, ne? Der kleine Drecksack. Ich will mein Schild! Gib mir mein Schild! Ne, warte mal, für die, ganz ehrlich. Au! Arsch! So. Warte, ich komme gleich zu dir da oben. Warte. So. Jetzt jippt, mein Freund. Jetzt jippt aber. Okay, er gibt auf. Sehr gut. So. Ich dachte, er steht nochmal auf. Ich dachte, den Witz. Also, das lässt er sich nicht entgehen, aber okay. Alles klar. Ach, komm, hier wären wieder so Explosionsdinger gewesen. Scheiße, Mann. Hier ist sonst nichts drin? Nichts? Keine Kiste, gar nichts? Ach komm. Achso, ein bisschen, also, ne? Was wäre jetzt eigentlich passiert? Sagen wir mal, ich hätte jetzt, weil ich ein richtig cooler Typ bin. Wie krass. Okay, cool, dass das funktioniert, finde ich geil.
Ich habe es vorhin nicht gemacht, aber es ist gut zu wissen. Es ist wirklich gut zu wissen. Okay, das funktioniert nicht, weil das ja aus Holz... Ja, okay. Ja, okay. Aber dass das mit dem Dings funktioniert, ist nice. Okay, da haben wir wieder so einen Turm. Können wir da einfach so hinschwimmen? Ich hoffe doch. Okay, können wir wieder ein bisschen Ausdauer regenerieren? Über verschiedene Methoden Gegner anzuzünden. Ja, ist echt so, ne? Okay, es wird eng, aber wir schaffen es. Komm. Boah. Sehr gut. Okay, warte. Schade, ich wollte das eigentlich mit Dings machen, mit dem Gleiter, aber es hat nicht funktioniert. So, das schaffen wir, das schaffen wir. Sehr gut. Turm der Zwillingsberge. Okay, hier müssen wir jetzt erstmal hochklettern. Das wird lustig genug werden, auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, dann mal go. Ja? Ja, es geht aber eigentlich, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Kommen wir hin, seitlich hier, hier drüben? Ja, das geht. Die sind einige, also die sind so scheinbar gestaltet, dass man da wirklich hochspringen kann. Dennoch sollte man ein bisschen aufpassen vielleicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch geht. Keine Ahnung. Ja, es wird ein bisschen eng. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen, Freunde. Ach komm, bitte. Okay, ich habe zum Glück noch X gedrückt. Okay, bis auf diese Enta... was ist das denn jetzt hier? Das ist aber nicht lustig, hör mal. Okay, bis auf die Etage, wo ich gesagt habe, das könnte eng werden, haben wir es ja ganz gut gemacht. Aber dann, ja. El Steibus oder Steibus? Nee, das ist es nicht. Was ist das da hinten? Okay, jetzt gucken wir uns gleich an. Boah. Puh. this was very, very knapp, wenn sie versteht, was ich meine. Okay, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich weiß es nicht. Der Morzi, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Okay, das war die Passage, wo es nicht mit Springen funktioniert hat. Ab hier. Töte es. Okay. Ja gut, töten klingt für mich immer erstmal nach der besten Lösung. Das ist auch so eines meiner Lebensmotto einfach. Hauptsache erstmal töten. Agin. Was? Aginst 95. Agist? War das ein Fehler zu springen? Nee, es geht. Wunderbar. Schön. Juhu, wir sind oben. Untersuchen. Einmal die Chipkarte rein und einmal aufladen, bitte. Du hast das Spiel fast erraten. Lieber El Stivos, du hast das Spiel fast erraten. Es ist fast richtig. Röchterchen. Juhu! Nice! Okay. Datenübertragung beginnt. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen neuen Schnellreisepunkt. Und einen richtig geilen Lusttropfen.
Flupf, da ist er. Schön. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Okay, nice, nice, nice. Alter, wie weit ist das denn noch? Boah, heftig. Wir haben gerade mal die Hälfte des Weges erreicht. Wie fucking groß ist diese Karte bitte? Zusammen mit den Kartendaten wurde eine neue Funktion übertragen, okay. Der Shika-Sensor. Wenn du dich Schreine näherst, die du noch nicht besucht hast, schickt der Sensor aus. Geh in eine Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Krass. Drück auf dem Kartenbildschirm Y, um ihn ein- oder auszuschalten. Okay, ist er jetzt an oder aus? Okay, ich glaube, es ist an. Shika-Sensor wurde aktiviert, okay. Aha. Neben der Minikarte ist jetzt ein Sensorsymbol zu sehen. Du kannst Schreine finden, indem du die Richtung gehst, in der es am stärksten ausschlägt. Schrein in der Nähe. Okay. Ja, das können wir gerne machen. Will ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte hier hochklettern. Aha. Und versuchen von hier oben... Jetzt aber. Was macht der da? Die ist tot! Ladadaje und ladado. Die Qualle, sie ist tot. Hui! Sehr nice. Wir haben es geschafft. Hä, hey, was ist das denn? Fischaugen oder was? Eine Oktorok-Ballon. Ein Oktorok-Ballon. Dieser Ballon hat einen großen Auftrieb, daher kannst du damit Dinge fliegen lassen. Halt ihn dazu in den Händen und platziere ihn auf dem gewünschten Objekt. Okay. Okay, okay, okay. Holzpfeile. Ach, das sind meine wahrscheinlich, ne? Oh, ist ein ziemlich großer Fisch da. Ein Fisch. Mit, keine Ahnung. Oh, ein Hyrule-Barsch. Man muss die ja gar nicht töten. Cool. Hyrule-Barsch. Ah, ist das ein scheiß Wetter hier. Hyrule-Barsch. Leck mich am Sack, Harry. Oh. Moin. Digga. Boah, krass, guck mal hier. Da drüben regnet's. Also da drüben irgendwo in der Nähe. Und hier scheint einfach mal fett die Sonne. Oh, eine Schleichschnecke. Sind das die Dinger, wo man früher im Karstadt immer kaufen konnte? Die Schleichtiere, Alter? Kennt die noch jemand? Hat da von euch jemand früher Schleichtiere? Würde mich mal interessieren. Was ist das? Und du willst mich jetzt verarschen oder was? Okay, ich speichere mal. Ich weiß nicht, wo mich das Ding hinführt. Das letzte Mal, wo Frösche in der Nähe war und ich irgendwas gefolgt bin, habe ich fucking gegen so ein fettes Steinviech gekämpft. Moin! Kann ich dich mitnehmen? Ich habe die Spurtkröte, eine Kröte, die oft an Gewässern zu finden ist. Wenn man sie zusammen mit Monsterzutaten zubereitet, erhält man Medizin, die das Tempo steigert. Cool. Ah, das ist die blöde Kackpalme da drüben, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Schwimm, schwimm, schwimm! Boah. Oh, du hast mich entdeckt. Na du? Du bist ja gar nicht Marunus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krug. Ach, okay, ein Waldgeist, alles klar. Ich habe was für dich. Wenn du Marunus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Grogsamen. Ih, hat er uns jetzt vor die Füße gewichst oder was? Hat er ein Grog geschenkt? Vielleicht löst er sich davon zusammen. Riecht etwas komisch.
Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an verschiedensten Orten. Wenn dir irgendwas Auffälliges erscheint, solltest du dort suchen. Damit mir auch deine Freunde vor die Füße können, oder was? Tschüss! Mistvieh, Alter. Oh, warte mal, wir sind in der Nähe von einem Schrein, hört ihr das? Okay. Jetzt möchte ich aber eigentlich wieder darüber, ne? Ist euch hoffentlich schon bewusst. Aber warte mal, da habe ich eine ganz einfache Regel vor, ne? Also wie wir das machen. Wir teleportieren uns einfach da hoch. ...899 gibt es von diesen Waldgrock-Viechern oder was? Alter. Okay. Das ist heftig. So. Nice. Okay, pass auf. Jetzt gehen wir mal hier hin und jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite, weil die ist viel schöner da drüben. Indem wir hier hochspringen und... Will always love you. Ja. La da 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 da. Ist ja gar niemand. Wett. Oh, Pilze. Nice. Und Äpfel. Ja. Ich dachte jetzt, wir treffen hier voll auf die Feinde, weißt du? Hier ist ja gar nichts. Okay, wir sind im Schrein immer näher. Okay, wenn die Dinger da auch rausfallen, mache ich die jetzt nicht mehr auf. Eine Kiste. Nice. Ein Feuerstein, dann siehst du. Und eine riesige Holzfäller-Axt. Nice. Und Äpfel, dankeschön. Also ein Apfel. Der Äpfel, das Apfel. Nee, wie war das? Ach komm, leck mich doch. Leck mich doch am Zuckerli. Leck mich! Na ah, komm, dann ist es eine unzerstörbare Kiste. Scheiß drauf. Was ist das? Eine Fackel. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal fett davon aus, dass der Schrein einfach oben auf dem Hügel ist, weil ich sehe hier von hier aus überhaupt nichts. Und deswegen denke ich einfach mal, dass hier jetzt nichts in der Nähe sein wird. Naja, es wird da oben irgendwo sein. Aber wir sind hier, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Guck mal, noch mehr Muscheln. Ja. Die Bims am Muschel. Schnecke, nicht Muschel. Ja, Muschel, Schnecke, ist das nicht immer das Gleiche? Ach, guck mal, da ist wieder so eine komische Kröte, so eine komische Qualle. Ja, Mensch, guck mal, da oben. Die sind eindeutig nicht freundlich. Alter. Ist denn euer Problem, sag mal? Jetzt, wenn ihr einfach mal fett runterkommt. Ihr Pissbirnen. Crystal Blue 89, vielen, vielen Dank. So, und was hat's jetzt? Was hat's dir gebracht? Nichts. Ex-Salfos-Horn. Ein Horn. Aua, aua, was hat auf uns geschossen? Ach, dieses komische Vieh da hinten. Ja. Ja, 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 ja. Ja, du Arsch, Alter, jetzt reicht's. So, erst du. So, den Sporn nehmen wir natürlich auch noch mit. Das ist nämlich genug Ansporn für uns. So, du Arsch. Wo ist jetzt dein Problem? Nein! Warte mal, meine Dinger schwimmen davon. Schwertkarpfen, geil. Schwertkarsten. Tentakel? Das muss so schnell darüber. Boah. Okay, da oben ist das Ding. Cool. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der hier schon in der Nähe ist, aber das ging ja dann doch relativ schnell. Nice. Ich
Opach, seine Dinger schwimmen davon. Ja, natürlich, das ist schlimm, wenn seine Dinger davon schwimmen. Oh, was ist das denn? Das ist ein Feuerstein, oder? Die Feuersteins, hör mal. So. Rita, hier schreien. Da gehen wir jetzt rein. Was? Mehr Glück als Verstand. Der Shot war on spot. Aber so richtig. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Der Shot war on spot. Ja. Ist so. So, ich hau mir jetzt einfach mal ein Dampffleisch rein. Ne, wobei ich esse lieber zwei Äpfel. Warte mal. Das macht mehr Sinn. Zack. So, okay, nice. Okay, let's go. Das ist ja zum Schreien. Wie lange streamst du heute? Ich weiß es noch nicht. Also noch habe ich jetzt nicht so wirklich die Videos erscheinen. Willkommen, Pilger, mein Name ist Rida, hier im Namen der Göttin Hylia soll sie geprüft werden. Amino. Im Takt. Ridahi schreien. Noch habe ich keine Entbindungserscheinung. Ich weiß nicht, wie lange können denn die Mods heute? Elflin, Dry und Kati, wie lange könnt ihr denn heute? Tenshiya Kutai. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein und vielen, vielen Dank für deinen Resub. So, was haben wir hier jetzt? Flunk? Ja. Okay. Geil. Und jetzt mal rüber, nicht? Bis 1 wäre gut. Ja, das ist so eine super Sache. Bis 1 ist eine gute Uhrzeit, glaube ich. Okay. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Flups. Ich hätte da vielleicht draufsteigen sollen. Bewegt die sich noch? Ah, die bewegen sich weiter hin und her. Ist da oben eine Kiste? Nö. Okay. Halt, warte auf mich. Geil. Elfen ist schon weg. Sehr gut. 1. Okay, 1 Uhr. Alles klar. Ja, wie gesagt, das ist eine gute Zeit. Und da wir ja morgen Abend direkt schon wieder streamen. Zweimal hintereinander. Also wahrscheinlich nochmal streamen. Ich weiß nicht. Ich muss mit dem alten Coffee-Kind nochmal schnacken. Aber ich denke, das geht klar soweit. Weißt du Bescheid? Okay. Das war ja nicht so geil. Muss ich jetzt... Was muss ich jetzt hier machen? Ah, ich weiß was. Nein! Oh, fuck. Geil, Alter, das ist ja wie Fußball. Oh, das ist zu wenig. Das... Ja, das war... Nee, das war schlecht. Nochmal. Okay, easy. Und... Leck mich! Okay. Nein, halt! Ich hätte damit... Profi! Okay. So, jetzt aber. Okay, nice. Wie kommen wir in die Kiste da oben? Gar nicht, oder was? Oder kommen wir da vielleicht von hier dran, ne? Warte mal. Nope. Hey, wie kommt man denn an diese Kiste da oben dran? Hä?
Ich glaube, ich weiß wie. Ich habe da so eine Theorie. Warte mal. Warte mal. Ups, so, warte. Ich habe da so eine minimale Theorie, aber ob das hinhaut, ob das klappt, weiß ich nicht. Wenn wir diesen... das Ding hier, ne? Nehmen...